Und jetzt haben wir die mit diesen Händen. Haben wir seinen Text von Burgdorf illustriert. Das ist so eine Dokumentation, sieht es gut aus. Und, ja. Und ich mache noch eine Grabung dazu. Ja. Und der Hans Hahn hat auch eine gemacht. Aber, und ich musste eine machen. Der Bernie hat gesagt, das geht nicht anders. Die sieht etwa so aus. Der Zusammenhang ist der. Ja. Meine Frau hat zwei Tanten oder drei Tanten in Burgdorf gehabt. Und wenn man dorthin ist gegangen, hat man auch am Sonntag, wie schön Wetter war, müssen spazieren. Und dann hat man gesehen, natürlich Eigenmönch und Jungfrau, unter anderem. Und dann haben meine Tante immer so da, wie wenn sie das am Liebgott hätten in Auftrag gegeben, die dort herzustellen. Und das war für sie sozusagen der einzige real Gottesbeweis. Aber dann haben wir noch ein zweites Buch gemacht, weil wir gedacht haben, lieber zwei miteinander. Und der Hans Hahn hat mir einmal einen Titel geschickt, wie ein Buch voll Titel. Und wir hatten so einen verrückten Brand gehabt, und dann ist das Buch irgendwo zum Trocknen an einem Ort, an einen Ort hergekommen. Wo haben wir es gefunden? Unter dem Bett. Unter dem Bett haben wir es gefunden. Also gut, auf jeden Fall wäre das zweite Buch, das wir rausgeben. Er hat mir Titel aus Zeitungen rausgeschnitten. Und so Prosa-Streifen geklebt. Und ich habe zu der gleichen Zeit Bildzeitung in Berlin verzeichnet. Und jetzt tun wir das mit der Bildzeitung von Berlin, die ich nicht gezeichnet habe, mit dem illustrieren. Das ist doch ein besserer Zufall, geht's nicht? Ja, ja. Mit Freunden wie Sana hat Lugin Bühl immer schon eng zusammengearbeitet. Ein Beispiel gibt der Filmemacher Lugin Bühl selber. Die Arbeit mit Tengeli und Daniel Spöri. Le Crocodrome hieß die begehbare Riesenplastik im Centre Pompidou in Paris. Und weil sie abgebrochen werden musste, lässt sie der Filmer Lugin Bühl listig im Rückwärtsgang immer wieder erstehen. Von der Zusammenarbeit mit Freunden ist oft auch bei den gemeinsamen Mahlzeiten in Mötschwil die Rede. Lugin Bühls sind weitgehend Selbstversorger. Eigenschaftlich. Vom Ivan. Gespräch um Freunde, auch um das Restaurant des Künstlers Daniel Spöri in Düsseldorf. Was ich nicht machen. Daniel Spöri hat das Restaurant gehabt, wir müssen teure Bohnen bringen, weil es das nie mehr geht in Deutschland. Und das ist so eine Hitze. Lugin Bühl hat als Schriftsteller auch ein Kochbuch verfasst. Die explosive Küche. Woher dieser Titel? Weil meine Großmutter hat immer Fleischsuppe gemacht. Und zwar war das Hosenträger. Das ist der Vater, mein Vater und mein Onkel waren beide Metzger. Und wenn du bei einem Metzger warst, schlechter gewesen, wenn du bei einem Schlechter warst, etwas stellen, dann kannst du das nur bei der Kuh vor ein Stückchen abschneiden. Du kannst nicht ein Stück rausschneiden. Und das haben sie einfach, ein kleines Stück haben sie einfach abgeschnitten. Und dann haben wir immer Hosenträger gesagt. Oder? Und dann haben wir nicht von Fleisch gesprochen. Wir haben nie etwas anderes als Hosenträger. Hast du Hosenträger gebracht? Ja. Hast du Großmutter Hosenträger gebracht? Ja. Und dann hat meine Großmutter einfach immer gekocht, du bist immer dicker geworden. Und dort hat man Gas gehalten. Und alles hat sie immer mit dem Bauch. Hat sie immer den Gas aufgetan. Und dann ist sie ins Wohnzimmer gestickt. Oder? Da hat es eine Explosion um die andere gegeben. Dort. Und dann hat es so eine wahnsinnige Explosion gegeben, dass der ganze Kübel zum Fenster rausgeflogen ist und dem anderen Haus in die Hose geklebt. Das ist die Geschichte. Und darum habe ich es explosive Küche genannt, weil das ist von meiner Kindheit auf, bin ich explosiv in Explosionen gross geworden. Das ist es. Lugin Bühls Kochbuch «Die explosive Küche» ist im Surkamp Verlag erschienen. Die explosive Küche, die existiert ja in meinem Tagebuch immer, ist ja immer das Menü drin.
seit 30 Jahren, also die Länge. Aber die schönsten sind einfach die, die abverheilen. Meistens kommt es nie gut raus. Dann schreibe ich etwas länger, schreiben, weil alles verbratet und alles kaputt geht. Und die halbe Küche kaputt geht. Das beste Fleisch, das beste Gemüse. Und jetzt ist es am Anfang, der kaum mehr so frisst. Das ist interessant. Und Luginbühls Übermut sorgt dafür, dass das Kochbuch seinem Titel alle Ehre macht. Und noch ein Luginbühl. Er hat sein Bildhauerwerk immer auch mit Grafik begleitet. Er ist ein besessener Radierer. Und wenn man den ausgeschleppt, tut man den Finger aufschneiden oder mit einem kleinen Pflaster dran. Das ist also ein sehr gefährlicher Beruf. Und dann ist es so immer ein Verzweifeln, ich weiß nie, wie es wird. Ob es gut wird oder nicht, das weiß ich nie. Das siehst du erst im Druck. So fasst den Luginbühl die meisten seiner Themen in Zeichnung Eisen, Holz, Grafik. Zum Beispiel Tischlein deck dich, Grafikabwandlung dieser Eisenskulptur. Dasselbe Thema in Holz und in Lithografie. Ist die Nachfrage auch groß und das Blatt signiert, mit sich kennt Luginbühl kein Erbarmen. Mit dem bin ich eigentlich nicht so zufrieden. Und er hat eine Idee, einmal, dass es nicht immer rumliegt. Dann tun wir mal das. Viertel. Kein Grund zur Trauer über den Verlust für den Kunstfreund. In der Luginbühl-Sammlung der ETH Zürich sind die gelungeneren Blätter für alle Zeiten aufbewahrt. Am fünften Tag des Zeichnens an Ernesto packt Luginbühl die Experimentierlust. Er versucht, die Gestalt dieser Skulptur mit blauen Farbstreifen zu akzentuieren. Eine bange Ahnung steigt herauf. Ernesto ist zugedeckt. Die Zeichnung ist verschwunden. Es kann nur einen Neubeginn geben. Relief mit totem Fuchs. Da schlägt die Erinnerung herein an Luginbühls Feueraktionen. 12-mal schon hat er Skulpturen in Flammen aufgehen lassen. Zorn. Seine lodernde Protestgeste wurde Flammenspektakel. Das Feuerwerk, wie im Barock, als Feier der Vergänglichkeit. Der Flammentod als Fest. Ein Mahnmal. Ernesto wird verbrannt. Die Kiesgrube bei Hindelbank als Richtplatz für Ernesto. Hier wird die Skulptur nun in voller Größe aufgebaut. Die Söhne und zusätzliche Helfer sind am Werk. Gegen Abend wird für kurze Zeit zu sehen sein, wie Ernesto aussieht.